Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Vorlesung Business Intelligence. Heute geht es um den Begriff des Data Warehousing. Am Ende dieses Kapitels sollten Sie beantworten können, was ein Data Warehouse System ist und wie es aufgebaut ist. Um Fragen zu beantworten wie können wir den Umsatz steigern, welche Kampagnen würden sich lohnen und wie können wir Kosten senken, müssen wir in einem Unternehmen auf Daten zurückgreifen, die wir an irgendeiner Stelle abgespeichert haben. Die Art, wie wir diese Daten abspeichern, die Struktur, die Strategie, mit der wir das durchführen, wird zentral dafür verantwortlich sein, ob wir diese Fragen gut beantworten können. Wenn wir in Unternehmen derzeit reingucken, dann spielt es in Unternehmen eine große Rolle, dass wir solche strukturierten internen Daten vorliegen haben. In deutschen Unternehmen werden in den Jahren 2015 bis 2017, wie Sie hier in dieser Umfrage von 2017 sehen, vor allem strukturierte interne Daten anhand vordefinierter Zusammenhänge zur Entscheidungsfindung herangezogen. Die freie Suche von Zusammenhängen und Erkenntnissen, die wir als Data Mining bezeichnen, hat in den letzten Jahren einen großen Zuspruch gefunden, aber die strukturierte Abfrage ist immer noch die vorherrschende. Ein Data Warehouse-System ist für uns ein Informationssystem, welches physisch vorliegt, das heißt aus Software und Hardware besteht, und welches eine integrierte Sicht auf beliebige Daten zu Auswertungszwecken ermöglicht. In dieser Definition steckt schon einiges drin, denn es ist offensichtlich der Zweck genannt. Der Zweck ist die Auswertung von Daten, nicht die Eingabe oder die Veränderung von Daten. Es geht auch um eine integrierte Sicht auf Daten, das heißt keine, die nur aus dem Marketing herkommt, nur aus den Finanzen oder aus dem Personal. Ein Beispiel für ein Data Warehouse System ist das Covid-19 Dashboard. In 2020, weswegen wir diese Veranstaltung aufzeichnen, ist dieses Dashboard, glaube ich, ziemlich bekannt geworden. Was Sie hier sehen, ist eine visuelle Darstellung verschiedener Daten. Auf der linken Seite Daten, die in einer Liste sortiert sind, in der Mitte Daten, die in einer geografischen Karte angezeigt werden, auf der rechten Seite ein Graph, der offensichtlich voranschreitet. Die gleichen Daten, wenn man sie verändert und auf Landkreise tippt, werden noch etwas weiter aufgelöst. Das heißt, man kann in diese Daten hineinzoomen, man sieht diese Daten etwas genauer und man sieht auch andere grafische Darstellungen der gleichen Daten. Das ist tatsächlich das Wesentliche. Integrierte Daten in einem Gesamtsystem, die unterschiedlich zu Analysezwecken, zu Auswertungszwecken dargestellt werden können, je nachdem, wie der Nutzer es gerne haben möchte. Bestandteile des Data Warehouse sind daher zum einen die Integration von Daten aus verschiedenen, meist heterogenen Quellen. Und wir überwinden Heterogenität zum Beispiel, indem wir Daten umformatieren, in neue Schemata bringen oder Daten, die falsch sind, herausschmeißen. Wir werten Daten aus in einer vom Anwender gewünschten Form. Es gibt also eine Auswertungskomponente und diese Auswertungskomponente kann zum Beispiel einen Zeitbezug herstellen. Das heißt, wir können Daten nur anzeigen aus einer bestimmten Woche oder aus einem bestimmten Jahr. Und wir können Daten aggregieren, zum Beispiel auf Landkreisebene, auf Bundeslandebene oder für ganz Deutschland. Und schließlich haben wir noch einen Verwaltungsbestandteil des Data Warehouse, in dem wir beschreiben, wie die Daten genau aussehen, wie die Struktur ist der Daten, die Bedeutung, der Kontext der Daten. Denn das ermöglicht es uns am Ende auch, die Daten sinnvoll zu verwalten. Solche Data Warehouse-Systeme sind daher fachorientiert. Sie konzentrieren sich meist auf inhaltliche Kernbereiche der Organisation, jedenfalls für den Nutzer, der nach einem Kunden sucht oder ein Produkt sucht und jemand anders aus der gleichen Organisation wird nach einer Produktionscharge suchen oder nach einem Auftrag. Je nachdem, aus welchem Fach der Nutzer herkommt, bietet sich das Data Warehouse-System fachorientiert dar. Das Data Warehouse-System ist integriert, es speichert konsistente und vereinheitlichte Daten. Zum Beispiel wird eine automatische Währungsumrechnung drin sein oder eine Anpassung an Gehälter oder lokale andere Gegebenheiten.
Ein Data Warehouse-System ist beständig, denn einmal eingebrachte Daten werden nicht mehr entfernt oder geändert. Das ist nicht so viel anders wie in einem operativen System, in dem Sie ja letztendlich auch stornieren und nicht löschen. Das hat ja auch seinen Sinn. Hier in einem Analysesystem ist es aber so, dass wir auch versuchen, einen gemeinsamen, klaren, fundamentierten Zustand des Systems herzustellen. Das heißt, wenn wir eine Abfrage machen, was im letzten Dezember an Umsatz war, dann möchten wir, dass diese Zahl, die dabei rauskommt, immer auch die gleiche ist in den folgenden Jahren und dass da nicht noch etwas zugebucht oder abgebucht wird. Wenn Daten einmal da drin stehen, müssen sie richtig sein und ab dann werden sie auch nicht mehr geändert. Das ist Beständigkeit. Und schließlich ist eine Eigenschaft des Data Warehouse Systems noch, dass es Zeitbezüge ermöglicht, dass es Vergleiche zum Beispiel zeigt über Kosten und Erträge in einem bestimmten Marktsegment im Vormonat, im Monat des Vorjahres oder im gesamten Vorjahr und dass wir diese Informationen auch immer auf bestimmte Zeiträume beziehen können. Anwendungsbereiche in Unternehmen sind immer dort, wo es zum Beispiel informationsorientiert ist, das heißt, wo Entscheidungen getroffen werden auf Basis von Informationen, wo Informationen bereitgestellt werden müssen, zum Beispiel für Bereiche oder für Jahresabschlüsse, also für interne und für externe Gruppen, die Informationen haben wollen. Anwendungsbereiche sind dort, wo es um Planung geht, wo Ist- und Planungsdaten miteinander verglichen werden sollen oder wo Planungsdaten auch abgeleitet werden sollen aus historischen Werten. Und der dritte Bereich ist, dass wir Auswertungen unterstützen. Das heißt, dort, wo ad hoc Auswertungen gefahren müssen, werden die nicht von bestehenden Berichten oder Informationen abgedeckt werden, muss auch das ermöglicht werden, denn zum Beispiel kann es zeitbezogene Daten sein, Fragestellungen, die ad hoc auftauchen, die sofort beantwortet werden müssen. Das muss in einem Data Warehouse auch möglich sein, solche ad hoc Anfragen zu befriedigen. Damit sollten Sie hoffentlich beantworten können, was ein Data Warehouse System ist und wie es aufgebaut ist. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der weiteren Vorbereitung.